Herzlich willkommen zum Aktuell. Hype ums pflanzliche Verkältungs- und Grippemittel Echinafors von der Thurgauer Firma Anvogel. Der Blick berichtet, dass Echinafors Coronaviren abtötet. Herausgefunden hat, dass ein Labor zu Spiez. Aber eben auch unter Laborbedingungen und nicht den richtigen Menschen. Trotzdem wird Echinafors schon fast als Wundermittel gepriesen. Miriam Kadosch. Das soll das Wundermittel gegen Coronaviren sein. Echinafors, ein pflanzliches Mittel von der Rockwiler Firma Anvogel. Die Apotheken werden darum heute überrennt von Leuten, die sich mit Echinafors eindecken wollen. Ja, das hat mich dann irgendwie ein bisschen schockiert. Im Grunde genommen. Wahnsinnig daran, was die Leute dann doch drauf haben. Aber eben, ich bin ja selber auch eins geholt. Gut, ich würde es natürlich in der Apotheke kaufen, wenn es mir und meinen Menschen helfen würde. Weil es Echinafors ist, den ich kenne, weil ich auch dort den Betrieb schon mal anschauen durfte und es auch jeden Winter einmal genommen habe, habe ich mir jetzt auch gekauft. Ja, denke, dann muss ich das noch haben, bevor es keine mehr gibt. Der Stefan Ullmann nimmt den grossen Andrang in seiner Apotheke zu Frauenfeld gelassen. In dieser Corona-Zeit haben wir etwa diesen Ansturm erlebt, also mit Masken, Desinfektionsmittel und generell Arzneimittel. Also es ist sicher nicht der erste Ansturm, den wir jetzt hatten. Das Geheimnis von Echinafors ist die pflanzenrote Sonnenhut. Das Mittel soll die Abwehrkräfte vom Körper stärken. Die Studie im Labor Spiez ist mit menschlichem Gewebe gemacht worden und dort hat sich gezeigt, dass es gegen Coronaviren wirkt. Die Firma Anvogel darf sich nicht zu der Studie äußern und sagt darum nur so viel. Inwiefern sich die Ergebnisse des Zellversuchs auf den Menschen übertragen lassen, wissen wir heute noch nicht. Erst weitere wissenschaftliche Untersuchungen können mehr aussagen. Ärzte und Fachkräfte zweifeln unterdessen in den landesweiten Medien die These an, dass Echinafors Wundermittel gegen das Coronavirus ist. Auch der Stefan Ullmann ist kritisch eingestellt. Man hat jetzt das in der Presse vernommen heute Morgen, dass es in den Petrischalen eine Wirkung hat beim Coronavirus. Aber dass man jetzt das schon als Wundermittel gegen Coronavirus kann definieren kann, das ist noch zu früh. Klar sei aber, schaden tut es sicher nicht. Schließlich ist Echinafors schon seit Jahren ein bewährtes Grippemittel. Es kann eine Wirkung haben, um das Immunsystem zu stärken und die Anfälligkeit gegenüber Viren generell und Bakterien zu stärken. Und dazu darf man, denke ich, kann man sicher als Coronavirus zählen. Stärkung vom Immunsystem also ja. Ob Echinafors dann aber auch das langersehnte Wundermittel gegen das Coronavirus ist, das bleibt fraglich.